schon wieder Wichtelzeit? Ist ja schon wieder ein Wichtelgeschenk da. Ja, das ist doch super. Dann gucken wir doch mal, was das so war. Ist hier, ich habe es nicht gesehen. Ne? Hier. Von meinem Wichtel, ist es nicht schön? So. Ja, dann wollen wir das mal auspacken. Moment. Wichtelzeit, Wichtelzeit. Ja, es ist soweit. Früchten, Milch, Soja und Ei enthalten. Und das sind 600 Gramm. Ich habe hier natürlich eine Waage, ein bisschen zu prüfen. Ja, 117 Gramm steht hier. Irgendwie stimmt das nicht so ganz. Keine Ahnung. Das ist jetzt weit weg. Das ist leer 81. Mit dem drauf sind es 200 Gramm, genau. Ja, weiß nicht. Haben wir dann wieder ein bisschen überrascht, wir irgendwann. So, was haben wir denn noch hier? Haribo Herzbeben, nennt sich diese Dinger. Haribo macht Kinderfroh, ja, das habt ihr auch schon gehört. Sweet and Cherry. Geschmacksrichtung Sweet Cherry. Ja, das dürfte was für mich sein. Ich mag gern Süßes. Da freue ich mich schon drauf. So, das wiegt 104 Gramm angeblich, ich weiß ja auch nicht. Was haben wir dann hier? Mon chéri, chéri Club mit Vodka. Ah, mit Vodka, das ist die Edelversion von Mon chéri, genau. J'adore Mon chéri. So. Frisches Export. Eine Wild, Wild and Beautiful Tasse mit Toblerone drin. Das ist bestimmt Toblerone. Kann ich nicht so gut lesen. Reiding Work 180 ml Heat Water of Milk Tui in Röhr Gürt. Ah, denke ich, ist das Deutsch. Zubereiten 180 ml heißes Wasser oder Milch hinzufügen und gut umrühren. Aha. Okay, das ist also, Toblerone rein, heißes Wasser. Und schon hat man ein Getränk, das nach Jaguar schmeckt oder sowas. So, dann haben wir hier noch. Ein schönes, flauschiges. Ding, wie nennt man das? Eine Wärmflasche, genau. Da kann man dann das Heißgetränk reinmachen, aber dann schmeckt es, glaube ich, nicht mehr so gut. Das ist im warmen halben Winter. Es ist Winter, es ist kalt. Da ist das sehr praktisch. Sehr schön. Ups, das ist runtergefallen. Ah, bitte. So, dann haben wir noch hier. Ah, ein paar flauschige, nicht flauschig, aber wattierte oder wie soll ich sagen, Handschuhe. Da komme ich jetzt nicht gut rein. Oh,
wahrscheinlich, wenn die anderen Handschuhe aus Gummi sind. Genau, das ist so ein Reißverschluss. Ja, praktisch. Und hier auch nochmal eine versteckte Tasche mit einem versteckten Fahrschein drin. Sehr schön. Sehr schön. Was geht da noch? Müssen nachher machen. So, alles gegen die Kälte, alles für die Wärme. Und was haben wir hier noch? Eine Box. Ich habe das Schleife, dann muss ich so rumhalten. Und noch ein Bild. Ja. So. Dann haben wir hier Seelenwärmer Tassencreme-Pudding. Also mit dem Glücksgefühl. Vanillegeschmack. Das ist sehr schön. Da kann man also in kühlen Winternächten sich ein warmes Herz machen. Und hier haben wir noch eine Glitzerkerze. Das würde ich an, sonst wird der Glitzer ab. Oh, ich habe schon Glitzer an den Fingern jetzt. Ja, das geht schnell. Ja, deswegen auch die Handschuhe, man weiß ja nie. Dorina Gambo steht drauf. Und hier ein ganz klein. Duftkerze, stellen Sie das Produkt nicht auf Flächen. Dipoliert, lackiert, mit Leder bezogen. Oh, naja, stelle ich hier besser nicht auf meine Kleidung. Oder mit Kunststoff beschichtet sind. Die Kerze löschen, wenn die zu viel raucht oder die Flamme zu hoch ist. Ja, was auch immer zu viel und zu hoch ist. Ja, sehr schön. Also, vielen lieben Dank, mein liebes Wichtel. Das Wichtel, der Wichtel. Der, die, das Wichtel. Vielen lieben Dank, Wichtel. Ja, ich freue mich sehr. War wieder gelungen dieses Jahr. Du bist ein Vorbild für jeden, der eins braucht. So, jetzt hatte ich extra hier noch meine Wichtel-Auspack-Dings hingehängt. Wie nennt man das so? Ja, Wichtel-Kulturbeutel sozusagen, ne? Für Utensilien dafür. Habe ich aber jetzt nicht gebraucht. Gut. So, können wir uns nochmal einen Schluck. Auch nicht ohne Bitter. Export gehört zu den besten Bieren überhaupt. So, dann machen wir mal weiter. Macht's gut, ich bin dann mal weg.